Ein Schneechaos bahnt sich an diesem Wochenende. Am Samstag tagsüber ist es noch relativ entspannt, aber dann Samstag Nachmittag, Abend, Nacht zum Sonntag ist ein Schwerpunkt und dann Sonntag tagsüber wird es doch verbreitet in Deutschland weiß. Und wenn wir uns den Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm ansehen, das ist der Startpunkt am Samstag, da gibt es noch große Wolkenlücken, dann wird es von Osten her zunächst mal überall stark bewölkt. Das ist jetzt schon die Nacht zum Sonntag, da breitet sich dieser massive Schneefall westwärts aus und am Sonntag tagsüber zieht er weiter nach Westen, schwächt sich zwar ein bisschen ab, aber es kommt doch noch einiges runter und was man vielleicht auch gesehen hat, hier im äußersten Norden und Nordosten, da ist es doch eher der Regen oder der Schneeregen und das bedeutet für die Schneedecke in Deutschland, das ist die Ausgangssituation am Samstag, da gibt es also noch Flecken, wo relativ wenig bis gar nichts liegt, gerade hier im Norden, aber auch hier in Teilen Bayerns und in Teilen von Rheinland-Pfalz. Aber wenn wir das jetzt mal laufen lassen bis zum Sonntagabend, da wird es doch wirklich verbreitet, ja selbst hier am Rhein dünnweiß, zumindest mal angezuckert. Nur hier im äußersten Norden, Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen und eben auch Teile Mecklenburg-Vorpommerns, speziell die Ostseeküste, da ist es weiterhin nichts in Sachen Schnee. Ja, das bedeutet am Samstagmittag, das ist ungefähr die gemittelte Wettersituation zu diesem Zeitpunkt, da fängt es bereits an zu schneien hier in der gesamten Osthälfte. Hier im Norden gibt es noch Wolkenlücken, speziell an den Küsten. Und auch hier im äußersten Westen, da kommt ab und zu die Sonne durch, nachdem sich lokale Nebelfelder aufgelöst haben. Die Temperaturen sind doch in den höheren Lagen verbreitet im Dauerfrost, also 0 bis minus 3 Grad, ansonsten 1 bis 2, höchstens mal 3 Grad plus. Lediglich hier in Küstennähe, da schaffen wir örtlich auch bis zu 4 Grad. Dann kommt, wie schon angesprochen, der Sonntag, wo einmal dieses Niederschlagsgebiet von Osten nach Westen über Deutschland zieht. Im Norden ist es eben eher der Regen und der Schneeregen, ansonsten überall Schnee.